einer. Mich verstecken. Achso, du warst Kumpel. Tut mir leid. Tschüss. Noch jemand? Nein, keiner? Dann du halt. Geht's jetzt wieder hoch? Da geht's hoch. Unterwegs, Leute. Was können wir hier machen? Welchen Knopf, welchen Knopf, welchen Knopf? Welchen Knopf? Den Knopf? Welchen Knopf? Den Knopf. Ihr Jungs, geht weiter. Wir kommen nach. Sav, Natko, mach mir die Landezone bereit für die Evakuierung. Landezone bereit für die Evakuierung. Scheiße, die Tür ist verschlossen. Gaza, lenken Sie mich hier durch. Ach, okay. Brechen Sie den Kasten einfach auf und reißen Sie alle scheiß Kabel raus. So knacke ich gerne Schlösser. Tür ist offen. Das Ding läuft. Kommt hier rein, Jungs. Ich glaube, Gaza schafft es. Was haben Sie sich dabei gedacht, einfach loszustürmen? Egal, ich habe Ihnen den Arsch gerettet. Ah, Rico, das war vollkommen unüberlegt. Aber das kennt man ja von dir mittlerweile. Schon aus Killzone 1. Hoffentlich lernt er daraus. Er hat dadurch mal einen großen Verlust kassiert. Im ersten Teil sind ja alle unsere Teamkameraden durchgekommen. Diesmal sieht es schlecht aus. Ausgerechnet Gaza, unser Technikexperte. Holzenschussgewehr. Ich weiß jetzt nicht, ob ein Distanzkampf oder einen anderen Kampf. Ich nehme es mal mit. Obwohl, das geht ja auch nicht wirklich auf Distanz, ne? Ich nehme die Elektrokanone weiterhin. Ah, scheiße. Okay. Sehr schön. Noch einer? Oder habt ihr genug? Hoch, 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 hoch. Geht's hier hoch? Nicht hoch. Hier geht's auch nirgendwo hoch. Geht's da rechts um hoch? Hier geht's auch nirgendwo hoch. Ich muss irgendwie hochkommen, verdammt. Das kann nicht wahr sein. Kommen wir nirgendwo nach oben? Okay, dann wird erstmal das hier. In dem Gitter fest. So, viel dazu. Da ist noch einer. Zu dem komme ich jetzt gerade schlecht hin. Verdammt. Wo ist er? Da. Die Störgeräusche sind zu stark. Ich krieg hier kein Signal. Wir kommen raus. Ich muss es weiter oben versuchen. Ach du Kacke. Kommen Sie, Gaza. Legen Sie sich hin. Und ich kümmere mich darum, dass Sie Hilfe bekommen. Rico, wir sind in der Landezone. Habe ich mitgekriegt. Sef, soll ich zu dir kommen? Sie schon. Netbo und ich kümmern uns um die restlichen Bastarde. Kommunikationsturm sichern. Mach auf. Schnell. Schnell! Jetzt bin ich
verarschen. Die anderen kümmern sich um die restlichen. Die Tür ist verschlossen. Ich kann sie nicht öffnen. Ned, machen Sie die Tür auf. Wie bitte? Tun Sie es einfach, Ned. Go. Mach. Wir haben nicht für ewig Zeit. Auf, weiter. Okay, jetzt kommen wir endlich nach oben. Aber ich glaube nicht nach draußen, oder? Ne, wir kommen viel höher, als ich jetzt erwartet hatte. Guten Tag. Verarschen, geht rauf. So. Präzisionsgewehr, das ist durchschnittlich. Neue Sonne, kommen! Hier spricht die neue Sonne, wer ist im Netz? Alpha-Team, Evelyn Benton. Sie müssen uns hier rausholen. Ganz ruhig, Miss Benton. Halten Sie Kontakt, damit wir Sie finden können. Sind Sie in Ordnung? Gaza ist verletzt. Der Rest des Teams kümmert sich um die Abholzone. Sie brauchen Hilfe. Okay, Hilfe ist unterwegs, Miss Benton. Halten Sie durch und folgen Sie den Anweisungen des Teams, okay? Nur noch ein paar Minuten. Nur noch ein paar Minuten. Alles wird gut, meine Liebe. So. Daneben. Steh wieder auf. Schieße sind jetzt Knie, so. Ja. Steh auf, damit ich dir Kopfschuss geben kann, oder schießt dir sonst ins Knie. Alter. So. Eine Fresse. Wie sind denn da noch? Verdammt. Ich hasse Sniper, ich kann sowas gar nicht. Ich kann sowas gar nicht. Vor allem Controller, aber egal. Alpha-Team, hier spricht Raptor A. Wir bringen die Räumung zu Ende, bevor wir das Evakuierungsschiff zu Ihnen bringen. Okay, ich muss weg. Positiv. Raptor A, wir warten. Okay, Alpha, runter auf die LZ und auf Abholung warten. Self, Sie, Miss Benton und Gaza, sofort zur LZ. Keine Sorge um mich. Bin unterwegs. Verdammt, Gaza. Warten Sie auf Hilfe. Gaza, warten, ja? Wir kommen. Wo geht's raus? Wo geht's raus? Wo geht's raus? Gaza, wir kommen. Wo ist er denn? Da ist unser Taxi. Los. Seth. Seth. Glaub nicht, dass ich... Ja, das nächste Mal bleiben Sie. Gaza! Gaza! Ruhig, Junge. Durchhalten. Hey! Oh, verdammt! Jetzt stirbt mir hier bloß nicht weg! Gaza! Gaza! Mann getroffen! Sunny! Hier drüben! Ich brauche Hilfe! Verdammt, ich brauche einen Sunny! Redek hat die Codes zur Aktivierung der Nuklearwaffen in die ISA nicht bekommen, er konnte aber entkommen. Alpha-Team-Mitglied Dante Gaza wurde tödlich verwundet. Der Kreuzer. Ja, es war ja schon abzusehen. Netco sagte ja schon, ich glaube nicht, dass Gaza es schafft. Und so sieht es auch aus. Er hat es wohl nicht geschafft. Ja... Was soll ich dazu sagen? Rico hat nun mal extrem unüberlegt reagiert. Er wollte Netco beschützen. Und hat dafür Gazas Leben geopfert. Hau ab, verdammt! Hey, ganz ruhig! Rico, lassen Sie es gut sein.
Alle Mann auf Kampfpositionen. Wiederhole. Alle Mann auf Kampfpositionen. Scheiße! Und jetzt? Los! Sam, hilf mir! Los! Okay, der Stützpunkt wird angegriffen. Sepp, nehmen Sie den Aufzug zur Brücke. Finden Sie heraus, was der Colonel vorhat. Wo sind die Angreifer? Ich war schon mal runter. Oder hoch. Natürlich hoch. Ich muss mit dem Colonel sprechen. Was hat der Colonel vorhaben? Ich denke, wir werden angegriffen. Wir müssen uns verteidigen. Was hat der Colonel schon groß vorhaben? Ach, Scheiße. Scheiße, sind hier drin. Fuck. Überall. Ach, Kacke. Wie hoch fährt der auf sich denn? Mein Gott. Das ist ein verkackter Kreuzer und kein Hochhaus. Ja, ja, komm hoch jetzt. Ist hier der oberste Stock? Ich hoffe mal. Aus hier. Oh. Nur, dass es so eine Klappe ist. So eine Klappe. Oh. Das ist hier auch so. Ja. Apropos sehr unüberlegt. Ja, ich dachte, ich muss jetzt einfach zum Colonel rennen und der sagt uns dann was. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet. 30.000 Viecher aus der Wand kommen. Alter, wie soll man das denn überleben? Seid ihr behindert? Da waren noch 4 Stück. Ich habe einen besiegt und dann kamen die schon durch den Gang zu mir. Aha. Ich hab keinen Plan, was geht so. Mit der Granate. Okay. Hat irgendwie funktioniert. Ist der Colonel? Wo ist denn das? Der Typ, der ganze Zeit mir stand. Egal. Weiter rennen, nächster Aufzug. Willst du mich verarschen? Alter! Ich will nur mal kurz zum Colonel! Das ist eine 3-Stunden Reise, wenn man den Colonel mehr sprechen will. Los! Leute! Feuert schon drauf los! Ich zu dem Colonel sein Essen bringen? Nein, bist du behindert? Ich will heute Abend noch schlafen. Ja, ich gehöre zu euch. Colonel. Die Brücke ist direkt hinter dieser Tür. Colonel. Ladenetzkoordinaten für die Sprengköpfe. Noch ein paar Minuten. Verstanden. Initialisiere Raketenabschusssequenz. Verdammt! Ein paar Abschusskanäle sind beschädigt. Wie viele? Es sind alle. Sergeant, wir kümmern uns um das Petrosit-Netz. Aber wir brauchen mehr Zeit. Halten Sie uns die Hicks vom Leib. Wir müssen die Abschusskanäle manuell überbrücken. Verdammt! Beeilung, Sergeant! Das Batteriedeck zuerst! Templar? War das nicht unsere Charakterdingens aus dem ersten Teil? Unsere Hauptfigur mit Rico und Luger und Netko hieß. Nee, Netko ist nicht. Netko ist hier dabei. Wie hieß denn der? Der Helgas-Typ. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber der sah da doch ganz anders aus. Also der sah komplett anders aus. Der sah eher aus wie Seth jetzt als. Naja, egal. Wenn man lange da rumsitzt und an Konsolen bedient, dann sieht man ja der so aus. Oh, fettes Geschütz. Mit anderen Worten, alle Feinde erledigen sind. Viele Feinde.
So. Den hätten wir. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Oh geil, wir haben einen besiegt bislang. Und die Hälfte unseres Magazins ist gleich weg. Oder unserer kompletten Munition. Verarscht, ich bin gekommen. Sterbt alle. Das kann nicht wahr sein. Ich habe zwei Leute besiegt. Zwei und dann bin ich tot. Was für eine Schwierigkeit habe ich das? Das kann ja nicht normal sein. Das kommt mir vor wie super schwer. Oder ich bin einfach super noobig. Das kann auch sein, aber. Meine Fresse. Doppelt so viele wie eben. Verbindung. Verbindung. Verbündete. Ja. Gut. Mit 6. Einer ist runtergerannt. Einer. Soll ich mir dann zuerst erledigen? Wo ist der hin? Kann ich die Luft auflösen? Oh! Oh. Solche Viecher fliegen hier auch, wollte ich gerade sagen, aber in dem Moment ist es explodiert. Hier oben ist eben noch einer rumgerannt, der ist jetzt irgendwie verschwunden, verschollen, was weiß ich. So. Irgendwo jemand zu sehen. Ups. Ist ausgeschaltet. Beiden gleich ausgeschaltet. Oh, gibt's noch. Warte, ich muss kurz nachladen. Danke, dass du wartest. Nett von dir. Also, jetzt bist du tot. Gut. Ja. 500 Hellgeist erledigen. Interessant, aber erledige alle Gegner beinhaltet wirklich, dass ich alle besiegen muss. Und da ganz oben noch so ein Typ rumgelaufen ist. Ich hier auch wieder was bewegt hat gerade eben. Kann das nachher noch eine schöne Suchaufgabe werden? Ja. Das ist Verbündeter, oder? Du hast, glaube ich, den Typen da oben die ganze Zeit gejagt, den ich eben schon besucht hatte. Schwerbewaffneter! In Deckung! Ich gehe davon aus, dass er es geschafft hat. Schwerbewaffneter? Wo ist der Schwerbewaffneter? Oh. Ist der Schwerbewaffneter? Nein. Den denke ich auch mal mit. Weiter, weiter, schneller. Sehr schön. Ich höre den Schwerbewaffneten, ich sehe aber keinen. Ist hier noch wer mit dieser Etage?
Verbündeter ist gestorben. Naja, hier liegt er. Leider. Oh, Schwerbewaffe da. Oh, 9 Schuss. Ja, cool. Sturmgewehr. Nachbar, sorry. Ah, wieder genau in die Moment nachladen. Möchte da unten noch rum, auf jeden Fall. Den finde ich auch noch. Runterspringen oder was? Mache ich jetzt mal. Bist du letzter übrig geblieben da? Oh, hier haben wir nochmal so ein Ding. Na gut. Oh, okay, das waren alle. Wir müssen durch die Sicherheitsschleuse. Und sagen Sie den Ingenieuren, dass die Situation unter Kontrolle ist. Also lügen. Sieht nämlich nicht wirklich unter Kontrolle aus, da für die Sicherheitsschleuse. Ah, hier war noch ein Verbündeter, der hat wohl den letzten hier unten erledigt. Alle tot! Lassen Sie uns rein! Ich brauche Ihren Namen, Rang und Dienstnummer. Was soll das? Wir kommen nicht. Die Überwachungskameras sind aus. Ich muss sie identifizieren, bevor ich die Tür öffnen kann. Corporal Brillinghurst, Victor, 5, 7, 3, 4, 6, 9, Bravo, X-Ray. Okay, authentifiziert, kommen Sie rein. Mist, wir müssen den verdammten Luftraum sichern. Sergeant, die Hickjäger sind überall. Wir könnten sie hinten an der Backbordflanke gebrauchen. Gehen Sie die Treppen runter zum Batteriedeck. Die Treppen runter zum Batteriedeck. Hey, rechts, los. Okay, scheiße. Runter. Dann rechts. Alles wird gut. Wir holen sie heraus. Nein, der stirbt. Wir setzen das Ding mal. Sergeant, hier Flakkontrolle. Wie ich sehe, aktivieren Sie den Geschützturm. Hören Sie, Sie müssen den Sektor scannen und so viele Leadspots vom Himmel holen wie möglich. Ich weiß, dass Sie das nicht gerne machen, aber geben Sie alles. Jeder Schuss muss sitzen. Der Munitionsvorrat ist begrenzt. Der muss besitzen, aber hat sich was von daneben geballert schon, Freunde. Das will ich hier eigentlich tot ballern. Erwischt. Oh, oh, oh. Kaputt. Tja. Das war's. Lass uns wohl in Ruhe. Wir reden uns hier und beginnen. Alles gut. So. Die hätten wir wieder.
kommen hier noch. Tja, ich bin zu schnell. Zu viele. Ich bin alle kaputt. Ah, Scheiße, wieder von ganz vorne jetzt. Ich hab keine Ahnung, was ich hier jetzt falsch gemacht habe. Ich habe ja auch eine kleine Lebensanzeige hier. Arsch, das war eine Sekunde zu früh, bin ich gestorben. Na egal. Den Satz hat er ja schon gesagt eben. Ja, wir gehen hier eh drauf. Also das, der Kreuzer kommt eh zusammen. Hier spricht Templer. Ich habe viel von Ihnen allen verlangt. Ich wurde nie enttäuscht. Jetzt habe ich wieder eine Aufgabe. Evakuieren Sie die neue Sonne und vertrauen Sie mir ein allerletztes Mal. Wir müssen das tun. Verlassen Sie das Schiff. Gehen Sie an Land oder zu den verbliebenen Kreuzern. Setzen Sie den Kampf fort. Besiegen Sie die Helgast und kehren Sie als Helden zurück. Es war eine Ehre und ein Privileg, an Ihrer Seite zu dienen. Templer Ende. Der Templer mit dem Ding hier runter? Ist das gerade richtig verstanden? Wie war das mit das Schiff explodiert? Wir müssen so schnell wie möglich raus. Ich glaube, so schnell wie möglich war jetzt gerade nicht wirklich gemeint. Ah, weiter. Ich höre sie schon. Ah, ich wollte mich da gerade verstecken. Kacke. Ja, ich werde hier garantiert noch 2000 Mal sterben. Das müsst ihr aber mittlerweile von mir gewöhnt sein. Alle haben das Schiff verlassen. Das Schiff wird explodiert! Hört, das wird gar nicht. Aber wir sind wieder hier. Och, nö. Ich glaube nicht, dass Rico das gemacht hat. Hey!
Scheiße! Ja, und... Ja. Alle Mann, das Schiff verlassen. Schulter an Schulter. Nachladen, lad halt nach. Alter. Nochmal vorsichtshalber. Unsere Sicherheit ist gefragt. Tag.